Es ist ein völlig verrückter Markt. Das ist total abgefahren. Sowas hat man schon lange nicht mehr gesehen. Naja, so schlimm ist es vielleicht nicht. Aber trotz alledem ist es schon sehr auffällig. Jeder Index kocht gerade sein eigenes Süppchen und sieht komplett anders aus. Das ist maximal verwirrend und zeigt, dass die Marktteilnehmer offensichtlich hier überhaupt nicht einheitlich unterwegs sind. Das ist nicht schlimm, das wollen wir gar nicht kritisieren. Es zeigt aber. Und dass die Stimmung sehr, sehr zerrissen ist an den Börsen, je nachdem, welchen Index man befragt, hat man ein völlig unterschiedliches Bild und äh, möglicherweise eine völlig andere Ableitung. Bevor wir uns das genauer angucken, eine Frage, die ich dann häufig gestellt bekomme, aber muss man das nicht eigentlich immer dann nur handeln, wenn alle gleich unterwegs sind? Ja, das ist äh, in der letzten Zeit sowieso schon schwierig, denn mindestens mal äh, der Dow Jones war nicht wirklich in sync, um sozusagen, also nicht wirklich synchronisiert mit dem, was der NASDAQ und auch der SP geleistet hat. Jetzt ist es aber tatsächlich so, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Das Schicke, daraus kann man ganz unterschiedliche Trades gestalten und ist vielleicht in dem einen Markt Long und im anderen Markt Short. Und wer jetzt sagt, ja, aber das ist doch Blödsinn, denn die werden ja dann gegeneinander laufen, ihr dürft nicht vergessen, die Trades sollten normalerweise so gestaltet werden, dass die Trades, die nicht laufen, die also ausgestoppt werden, weniger verlieren als gleichzeitig die, die dann laufen, gewinnen. Also es ist durchaus sinnvoll darüber nachzudenken. Ich will das jetzt nicht zwingend empfehlen, aber Eben auch Trades zu haben, dass man sagt: Index A mache ich eine Long-Position und wenn ich gewinne, gewinne ich, ich sage irgendeine Zahl 200, wenn ich verliere, verliere ich 100, als irgendein Beispiel jetzt. Und Index B mache ich es umgekehrt, nicht einfach willkürlich, sondern weil die Signallage vielleicht dort in die andere Richtung zeigt. Na gut, also das mal so vorausgeschickt. Jetzt gucken wir so uns doch mal an, wie da die Lage tatsächlich aussieht. Fangen wir mit dem Dow Jones an. Das ist relativ schnell erklärt. Wir haben ganz häufig über diese Marke hier gesprochen, dass er da in diese Kiste reinläuft. Da ist er nun, er äh, ist sogar an dieser Fibonacci-Marke der 61.8 dort angekommen. Also eigentlich alles so, wie wir uns das vorstellen und wünschen. Und äh, ab jetzt wäre es doch schick, wenn der Markt jetzt anfängt zu drehen. Also für die Übergeordneten, möglicherweise dieses Zwischenhoch hier ein Long Trigger. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Das müsst ihr natürlich wissen, ob ihr das wollt. Aber das ist für uns eine klassische Trigger-Marke. Also, wenn der Markt jetzt nahezu. In Bälde, also nicht mehr so arg viel tiefer geht, dann wäre das hier eine mögliche Long-Position. Ihr werdet von mir hören, möglicherweise als ein Trade-Vorschlag noch. Ihr könnt das im eigenen Auge, falls ihr mich nicht hört, dann könnt ihr auf eigene Faust das euch natürlich überlegen, das als einen Einstieg zu nehmen. Das ist noch ein gutes Stück entfernt. Das Zwischenhof vom 19. Mai ist das, so ungefähr 33.700. Und das ist ja ein Tausender drüber. Das ist für die eine Nummer, Hausnummer größer, also für die, die jetzt nicht so sehr am Nachmittag unterwegs sind. Könnte man nicht jetzt schon irgendwie long gehen? Wir sind doch irgendwie dann jetzt schon da. Ja, aber ich persönlich mag immer irgendeine Art der Bestätigung haben. Das könnte zum Beispiel eine Wendekerze sein, dass man sagt: Okay, da ist jetzt irgendwie was fürs. Für mich ein Wendeanzeiger ist, da finde ich das jetzt hier im 4-Stunden-Chart ziemlich mau. Also so Hammer, wir haben drüber gesprochen, das sind so mögliche Einstiegssignale, die kann man toll finden oder nicht, aber wenn sie an so einer Unterstützung sind, kann man natürlich überlegen, Mensch, macht man da was oder nicht? Man könnte vielleicht nochmal, machen wir mal hier so ein paar Extensions, gucken wir mal, ob da auch noch was liegt. Hm, was haben wir für Extensions? Viel, viele haben wir da nicht. Ich gucke mal, ob die Clustern in irgendeiner Form. Also. Da oben, die brauchen wir theoretisch sowieso nicht mehr, den brauchen wir da auch nicht mehr. Dann haben wir die da unten brauchen wir nicht, denn wir wissen alles unter der 78er ist eh wurscht. Also je nachdem, welche Gegenbewegung wir hier messen, die haben alle so ihren Reiz, kriegen wir hier irgendwie so ein Getümmel an Marken. Wenn ich es jetzt mal sehr grob nehme, würde ich sagen irgendwo hier und äh, einigermaßen dick da. Also es gibt schon eine ganz gute Indikation, dass der Kurs jetzt so langsam aber sicher anfängt zu drehen. Allerdings sehe ich das noch nicht und deshalb im Nahkampfchart, hier im 4-Stunden-Chart zumindest mal, kann ich noch nicht sehen, den sogenannten Kaufbefehl jetzt mach mal. Ähm, wenn wir mal im 5-Minuten-Chart gucken, schauen wir uns das an, dann sehen wir, dass zumindest die Abwärtsbewegung beendet zu sein scheint oder zumindest keinen Vortrieb mehr kriegt. Wir sehen, ja, der setzt hier so halbwegs auf. Aber das sind noch keine Long-Szenarien. Also damit kann ich jetzt auf der Kaufseite noch nichts anfangen. Wer jetzt sich also wünscht, Mensch, soll ich jetzt einfach, es ist ein bisschen äh, ein Blindfeuer. Also, dass man sagt, okay, ich greife jetzt ins fallende Messer. Der Kurs fiel bislang. Er hat zwar jetzt aufgehört zu fallen aktuell, aber es gibt noch keine richtige Bewegungsstärke. Also eine der schwächsten, für mich kein Trigger. Ich sage es ganz. Klar wäre jetzt, dass er zumindest mal diese Zwischenhoch, so ungefähr 32.870 hier in etwa beim Future, wenn er die nach oben toppt, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Ist für mich zu schwach, also für mich müsste das, ihr kennt das, in etwa so aussehen, kann ja nochmal ein bisschen tiefer gehen, Schub hoch, wackelig runter, von mir aus im 5-Minuten-Chart, dann bin ich mit an Bord und dann finde ich das auf kleinerer Ebene auf jeden Fall eine Long-Situation. Also, Hardcore-mäßig müsste es so in etwa aussehen, um mich zu begeistern oder eben hier oben die genannte Marke 33.700 in etwa hier 19. Mai das im Blick haben. Oder wir kriegen hier irgendwie was anderes noch als ein Umkehrsignal, falls ihr da eins seht, dann wäre das zumindest mal eine Long-Situation. Auf die warte ich zumindest mal auf mehrererlei Hinsicht. Wir haben es ganz häufig besprochen in der letzten Zeit. So, gucken wir uns den S&P 500 an. Ich glaube, nach den letzten Videos muss ich nicht noch mal genau erklären, warum ich hier was wie auf welche Marke komme. Aber wir sehen, da ist noch Platz nach unten. Und jetzt ist das Witzige: Wir haben es gesehen, der Dau der hat äh, noch nicht so richtig was gezeigt nach oben. Er hier, wir haben ja gesagt, wir erwarten eigentlich einen drei Weller runter, ein drei welle nach oben und hier hinten fünf Weller runter irgendwie. Und wenn ich mir das hier angucke, das sieht da hinten doch schon fast wie ein fünf aus, nur bis die fünfte Welle da noch fehlt. Also insofern, der macht eigentlich alles ganz gut. Er müsste hier korrektiv hochgehen und man erahnt es schon. Wir können uns den Teil mal da angucken. Das ist doch genau das. Das ist doch hier dieses Korrektivverhaltensmuster. Sprich, wenn er jetzt hier diese Zwischentiefsmarken hier durchstößt, dann ist das ein mögliches Indiz dafür, dass er irgendwo unter diese Marke noch mal geht. ja super. <laughs> oh Gott, ich mach's mal groß, dann fällt mir das leichter. Also dass er dann durch diese Tiefmarke geht für die Orientierung noch mal, das war 25. Mai am Vormittag gestern das Zwischentief bei ungefähr 4135 bricht er das wäre ein mögliches Ende dieser Korrektur und damit eine Fortsetzung nach unten. Das heißt ein Unterschreiten der 24. Mai tiefmarke in etwa und eigentlich ja sowieso, das hatten wir ja gesagt dann naja da dann macht halt die fünfte Welle und möglicherweise reicht die sogar noch bis unter 4090 irgendwie sowas in der Richtung 4080 4070 dann vielleicht verhungert er dann da irgendwo auf der Strecke. Das heißt, beim DAO beim haben wir eben schon gesagt, no, vielleicht jetzt der Dreh dann so langsam nach oben. Noch kein Indiz, aber die Hoffnung zumindest mal. Hier sind wir eigentlich noch auf der Short-Überlegung, denn es sieht ja eher noch nach der Abwärtsseite aus, weil das Aufwärtsgebilde viel korrektiver ist als die Abwärtsseite hier. Fünfte Welle oder irgendwie was hier nach unten. Also sehr realistisch irgendwo in diese Kiste rein, die ich ja gestern schon mal genannt habe, falls ihr es nicht erkennen könnt, 4090 bis 3970 in etwa ist die Kiste, also das hier so als Übersicht, Die mache es noch mal einmal groß, notfalls haltet ihr den Film kurz an, wenn ihr die Werte noch mal ablesen wollt, aber vielleicht nur bis zur Oberseite, aber irgendwo dahin wäre eigentlich noch mal schön. Also witzigerweise hier eigentlich bevorstehend eher ein Short-Signal. Wir handeln das typischerweise nicht, weil ich normalerweise keine fünfte Wellen handle. Grund ist, fünfte sind häufig etwas kürzer, häufig ein Ending, ähm, eben nicht mehr ganz so spannend wie die dritte Welle. Aber ihr müsst es ja nicht machen, wie wir das machen das kann man ja selber überlegen, aber trotz alledem, die Idee ist zumindest erst noch mal da, die Fortsetzung nach unten, denn das ist die starke Seite, das ist die korrektive Seite. Es würde also vieles dafür sprechen, dass wir hier noch mal ein bisschen runterkommen und dann erst das Tief finden. So, und damit es wirklich komplett verwirrend ist, gucken wir uns jetzt den Nasdaq an. Der ist nämlich nochmal anders unterwegs. Der zeigt nämlich im Moment einen wunderbaren Anstieg. Hier seht das, 24. Mai. Seitdem ist er, ja, kann man durchaus sagen, impulsiv auf dem Weg nach oben. Jetzt kommt er gerade ein bisschen runter. Und äh, da sind wir, naja, wieder der Klassiker. Tiefste Punkt, höchste Punkt. Nicht ihn erwische, da. Die Erwartungshaltung, dass er in diese Kiste reinfällt: 38. 38 ist hier, 50, 61, 8, hier irgendwie in diese Kiste reinläuft, in etwa. Und das sollte er allerdings korrektiv machen. Ihr erinnert euch, korrektiv könnte beispielsweise so aussehen. Also insofern zumindest ein bisschen Ähnlichkeit, dass man sagt, okay, wenn der noch ein bisschen runtergeht, dann könnte das eben das sein, was dann der äh, SP auch macht nach unten. Witzigerweise sieht ihr aber, dass er seit dem 24. Mai nachmittags auf dem Weg nach oben ist, während der SP zwar auch nach oben gegangen ist, aber was das angeht, wie ich finde, viel korrektiver, guckt mal hier, diese vielen Überschneidungen, also das sieht alles im Verhältnis zu der Abwärtsbewegung noch, noch nicht so gut aus. Wir werden sehen, was Sache ist. Der Nasdaq, wie gesagt, das schönste Longbild, wenn er das macht, wäre das vielleicht sogar noch ein Zwischenshort für den Nachmittag, also wenn er jetzt hier irgendwie sowas zaubert. Dann könnte man diese Abwärtsseite nochmal machen, das ist aber im Kurzfristigen, das solltet ihr selber dann im Blick haben. Wenn er später dann dieses Zwischenhoch triggert, wäre das dann ein klares Long-Signal, nämlich diese Aufwärtsseite hier hoch, wackelig runter und dann die Aufwärtsseite wieder. Ein Klassiker, also es ist nichts anderes, als wir sonst auch haben. Also möglicherweise die Abwärtsseite damit beendet. Für die, die die Auflösung hier noch wollen, hätte das nicht sein sollen so. Ja, das hatten wir als eine Möglichkeit genannt. Die andere Möglichkeit, die wir genannt haben, ist, dass das eine Seitwärtskorrektur ist, mit einem, äh, also Flat-Korrektur mit einem Impuls nach unten endet. Das tun Seitwärtskorrekturen äh, als Flat eben. Und danach müsste die Aufwärtsrichtung weitergehen. Also es sieht nach diesem Bild aus. Ihr erinnert euch, ich hatte gestern gesagt, wenn der wackelig hochkommt, dann sucht ihr Shorts. Er ist aber nicht wackelig hoch. Er ist steil hoch dann suchen wir nach einer Korrektur longs das ist genau das was wir hier jetzt angedeutet haben also witzig ziemlich unterschiedliche bilder trotz alledem gar nicht so dove charttechnische verhaltensmuster Sobald diese entsprechenden Trigger marken, es kann sein, dass einige Ideen, die wir jetzt hier genannt haben, gar nicht getriggert werden, oder ist ja auch in Ordnung, dann, dann halt nicht. Aber wenn sie getriggert werden, bieten sie eigentlich klassische Trading-Szenarien und äh, dementsprechend äh, hat man die Möglichkeit, dann dabei zu sein. Und denkt immer dran: zur Not ist es sogar sinnvoll, wenn der eine ein Long-Signal macht, weil er das, das die stärkere Seite ist und der andere gleichzeitig ein Short-Signal macht, kann sein, dass der eine ja nicht getriggert ist, beide vorbereiten, abwarten, welcher getriggert wird. Aber selbst wenn man in beiden reinkommt, ja, verliert man mit der einen Seite, aber man verliert halt weniger typischerweise als bei der anderen Seite. Und dementsprechend hat man dann die Chance, naja, eigentlich egal was passiert, man nimmt die etwas bessere Bewegung als Gewinnüberschuss sozusagen da mit. So, und um das Ganze komplett zu machen, gucken wir nochmal auf den DAX. Der ist inzwischen hier in seiner Abwärtsbewegung bis an diese Kiste rangekommen. Theoretisch hat er hier sogar ein Wendesignal. Wenn ich das mal hier als Kerze einblende, hier sieht man das so ein bisschen. Das ist so ein Hammer, der eigentlich gerne mal für so eine Wende steht. Der Trigger wäre dafür das letzte Hoch dieser Kerze. Also, wer das möchte, das ist jetzt kein Einstiegssignal, was wir bevorzugt benutzen, aber. Es ist nun mal eins, was da auch gängig immer wieder besprochen wird. Das ist nicht, dass das immer funktioniert, aber immerhin sind wir weit gefallen. Wir haben so ziemlich diese Unterstützungszone hier erreicht, über die wir gesprochen haben. Dass er jetzt dann auch irgendwie so eine Gegenbewegung macht, können wir ihm ja jetzt nur nicht vorwerfen. Also insofern wäre das gar nicht so schlecht. Eigentlich wäre mein bevorzugtes Bild, dass er jetzt irgendwie wackelig hochgeht. Dann hätten wir hier scharf runter. A, B, C nach oben und wir würden nochmal nach unten gehen, um so halbwegs das zu bekommen, was ich hier gezeichnet habe. Kann sein, dass das ein bisschen länger noch dauert, je nachdem. Aber irgendwie, dass wir sowas bekommen, das wäre Variante 1, die ich sehr attraktiv finde, wenn er hier korrektiv geht, das Zwischentief. Das heißt, dann ist dann die Halbwertszeit dieser Long-Überlegung nicht so arg lang. Aber auf der anderen Seite, wenn man hier reinkommt und der Kurs irgendwo hier da oben hingeht, wäre ja auch nicht schlecht. Kannst du das mal beziffern, wo er da hingehen soll? Gehen wir mal nicht auf den Index, gehen wir mal auf den DAX. Future in dem Fall. Ähm, dann ähm, kann man von dem höchsten zum tiefsten Punkt messen. Und wir wissen ja, wohin soll er gehen, wenn er korrektiv geht, mindestens mal bis dahin. Dann habt ihr so eine etwa, so eine Zone, wie man das messen kann. Allerdings ist das jetzt verwirrend, weil die Werte dann unterschiedlich sind. Deshalb zeichne ich das hier nochmal, hier auch nochmal rein. Also für diesen. Möglichen Zwischenlong wäre das hier. Und das Schicke ist, geht die Bewegung dort wackelig rein? Spricht alles dafür, dass wir bei Bruch des Zwischentiefs nochmal die Shortseite fahren können? Geht der Kurs aber ähnlich wie der Nasdaq dynamisch da rein? Also wie, wie, wie in einem Faden gezogen, so ähnlich wie das, was wir hier vorne haben? Dann können wir sagen, bei der nächsten Korrektur, nun gehen wir halt long, dann war das das vielleicht diese Seitwärtskorrektur, die wir ja auch besprochen haben, dass wir hier eine A, B, C Seitwärtskorrektur haben und weiter nach oben gehen. Also ihr könnt daran erkennen, was jetzt auf dem Weg in diese Box, ich zeige es nochmal eben, die ist bei ungefähr 15.950 bis ungefähr 16.100 und ein paar zerquetschte, das wäre die Box, macht er das mit einem Impuls, dann wartet die Korrektur ab, triggert euch dann auf die Long-Seite. Macht er das dreiwellig oder eben korrektiv mit vielen Überschneidungen, dann wartet auf diesen Trigger hier für nochmal eine Fortsetzung eben in diese Zone. So, insofern bietet der, NAS, äh, der DAX beide Szenarien noch. Und welches jetzt hier kommt, werden wir hier in Kürze sehen. Und wer zwischendurch hier sagt, oh, versuchen wir den Long nochmal, kann man das natürlich. Ausprobieren, zum Beispiel mit dieser Wendekerze, die wir da jetzt aktuell haben, oder gegebenenfalls gucken, ich lasse es hier mal beim Index, so halbwegs sieht das ja auch nach einem 1, 2, 3, 4, 5 aus. Wenn ihr hier im DAX nachher sowas bekommt, könntet ihr hier auch im 15- oder 5-Minuten-Chart dann dieses Bild zeichnen, was ja super korrespondiert mit dem Dreh hier aus dieser äh, Wendekerze, also dem Hammer ähm, der Kerzenformation. Also sehr uneinheitlich das Ganze, aber mega spannend. Es bieten sich gleich mehrere Trading-Situationen, die sich daraus ableiten lassen. Ich habe euch eine ganze Reihe vorgestellt, welche davon passieren, weiß ich nicht. Aber ihr könnt euch darauf vorbereiten. Wir machen das so, dass wir häufig mit Alarmmarken unterwegs sind, dass wir das nicht verpassen und dann einfach die Order schon mal vorbereiten. Denn wir wissen ja unter Umständen, an welchen Marken der Kurs reingeht. Also sprich, wenn ihr diesen Entry hier mit dem... Hammer hier nutzen wollt, dann könnt ihr die Order ja schon vorbereiten. Das wäre dann eine Stop-By-Order zum Beispiel. Also da muss man jetzt nicht Gewehr bei Fuß die ganze Zeit sitzen, sondern platziert die Order und sagt sich, wenn er dann da durchläuft, dann bin ich damit dabei. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr, egal was ihr macht, am Markt sehr schöne Trades hinbekommt, dass ihr viel Spaß habt und dass ich euch ein bisschen was zeigen konnte, was euch weiterhilft. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.